Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit meinem Freund Daniel. Wir machen die Wer bin ich Challenge. Ich bin richtig schlecht darin. Ruhig erst. Aber egal, wir machen's. Ich schreibe dir etwas drauf. Du kannst ein Gegenstand sein, du kannst ein Tier sein, du kannst ein Mensch sein, du kannst auch eine fiktive Person sein, du kennst das Spiel. Genau, und ja, du schreibst mir was auf und dann kleben wir es uns auf die Stirn. Easy peasy. Kannst du denn noch? Sehen, nein. Also gar nicht sehen. Dann direkt die Augen zugelegt. Okay, bin ich männlich? Nein. Nein, okay. Du bist dran. Bin ich weiblich? Nein. Bin ich weiblich? Also es kommt auch an, wie man es sieht. Na, eigentlich nein. Okay. Jein. Okay, du bist dran. Also bin ich männlich? Ja. Mhm. Bin ich jünger, als ich bin? Nein. Bin ich ein Tier? Nein. Scheiße. Okay, aber ich bin ein Mann? Ja. Okay. Bin ich älter, als ich bin? Nein. Okay. Okay, bin ich ein Gegenstand? Ja. Scheiße. Ah, benutzt du mich? Ja. Bin ich für die Haare? Nein. Okay. So. Also, ich bin nicht jünger und nicht bin ich älter. Right. Also bin ich ich. Ja! Oh Mann, ich dachte, du brauchst viel länger. Ja, aber du bleibst ja nicht viel über, wenn ich nicht älter nehme. Nee, dann kriegst du einen neuen Zettel. Du musst nur meinen Header halten. Okay. Soll ich halten? Ja, bitte. Bin ich dran? Bist du dran? Du bist dran, ne? Ja, ich bin dran. Bin ich für die Hände? Nein. Okay. Was überlege ich denn so lange? Okay. Bin ich Gegenstand? Nö. Okay. Ah! Ah, mhm. Vielleicht unter anderem. Ja. Also bin ich nochmal dran? Unter anderem, weiß nicht. Unter anderem? Also bin ich kein richtiger Gegenstand? Teilweise schon. Teilweise? Okay, du wirst noch einmal raten. Also bin ich teilweise auch ein Lebewesen? Nö. Okay. Du benutzt mich täglich. Nein, täglich nicht. Okay. Okay. Also okay, ich bin teilweise ein Gegenstand, aber ich bin kein Lebewesen. Also auch keine Pflanze. Nein. Okay. Du benutzt mich wöchentlich. Ja. Oh. Vielleicht. Meistens. Aber es war nicht für die Haare, ne? Egal, nein. Okay. Voll schwer. Bin ich eine Anziehsache? Nein. Okay. Man kann dann. Ist etwas, was man nicht wirklich greifen kann. Doch. Okay. Okay, keine Anziehsache. Richtig, das ist kein. ja, okay. Habe ich was mit Zunahme zu tun, so einnahmenmäßig? Also, nein. Nimmst du mich ein, irgendwie? Nein. Okay. Okay. Okay, ich bin unter anderem ein Gegenstand, man kann mich unter anderem greifen. Also, gucken, bin ich was zu essen? Nein. Dann wärst du ja ein Gegenstand und nicht unter anderem ein Gegenstand. Ja, aber das ist. Okay. Ein Rätsel. Bin ich was, was man bei der Arbeit oder in der Schule benutzt? Nein. Nicht zwingend, nee. Oh Mann. Fliege ich? Nein. Nein. Obwohl, manchmal, ja.
Schon. Ja, ich meine, diese klare Antwort. Okay. Ah! Nein, nicht A. Aber bin ich etwas, worauf man was schauen oder spielen kann? Nein. Scheiße. Dass ich auch mal so lange überlege, ist okay, klar. Mann. Okay. Also es ist jetzt nicht irgendwie. Es ist jetzt kein Element, also so. Oder also so. Regen, Schnee, Eis, so. Kann man mich anzünden? Ja. Wie eine Kerze? Ja. Oh. Cool. Hast du direkt die richtige Frage gestellt. Okay, müssen wir jetzt einen neuen Zettel machen? Das ist was Fiktives. Ja. Right. Aber teilweise auch ein Gegenstand, also einfach nur, weil es dann irgendwie so ein, wie nennt man das, so eine Figur von ja, der deswegen Gegenstand. Ja. Right! Wir kommen jetzt noch ein Tuck näher. Ah, okay. Das ist was Japanisches. Aus Japan, meine ich. Ich glaube nicht. Nee. Also nicht Anime-Manga-Figur, sowas in der Richtung. Okay, bin ich Mensch? Was hab ich denn drauf geschrieben? Nein. Nein. Okay, also, ich bin was Fiktives. Was Fiktives? Also, jetzt nicht so Gedanke oder so, aber ich bin jetzt auch keine. Aber bin ich eine Zeichentrickfigur? Allgemein jetzt? Ja. Okay, gibt ja also auch westliche, also aus dem Westen. Ja. Zeichentrickfiguren aus dem Westen. Ist das was. Also kein Klassiker, sondern was Neueres? Klassiker. Ja, dann habe ich jetzt. So, bin ich ein Gegenstand? Nein. Geh doch nicht mehr dran. Geh doch schnell hier. Was noch mal? Ich bin eine klassische Zeichentrickfigur. Zeichentrick? Weiß ich nicht unbedingt, aber du bist eine klassische. Eine klassische Figur, noch nicht mehr Zeichentrick. Also eine. Ich muss gucken, ob es Zeichentrick ist. Also ist es aus einem Buch? Nein. Bin ich ein Tier? Ja. Okay. Kenne ich mich? Ja. Okay. Bin ich ein Haustier? Nein. Okay. So, also Filmfigur? Ja. Okay. Hast du jetzt geguckt, deswegen Zeichentrick? Gibt's nicht als Zeichentrick, wahrscheinlich. Also doch auch. Aber es ist. Ja, also nicht. Eher animiert. Ich sollte jetzt nicht. Okay. Ja, natürlich animiert. Zeichentrick ist komplett gemalt. Ja, Disney-Filme sind gemalt, die ersten. Deshalb, ich weiß nicht. Hast du mir jetzt einen Tipp gegeben mit Disney? Nein, das war kein Tipp. Ich wollte nur. Weil du gesagt hast, natürlich animiert. Aber in Disney-Filmen wurde komplett gezeichnet damals. Ja. Und deshalb ist es nicht in dem Sinne ein Zeichentrickfilm. Also bin ich ein Wildtier. So wild, so. Und eigentlich nicht. Oh, okay. Okay, dann bist du jetzt dran. Och, Mann. So. Es ist eine Filmfigur erstmal, eine animierte Filmfigur. Ja. Okay, und da es ein Klassiker ist, heißt das, es ist, keine Ahnung, so vor den 90er Jahren entstanden. Weiß ich nicht. Es ist trotzdem ein Klassiker. Also nicht gezeichnet. Nein, es ist animiert, es ist trotzdem eine klassische Person. bin ich ein Insekt? Bin ich ein Insekt? Nein, ob ich ein Insekt bin? Ja, du bist ein Insekt, ja. Och Mann, hab ich 8 Beine? Ja, haben nicht alle Insekten 8 Beine? Nee, ein Quatsch. Nein. Insekten? Insekten haben nie 8 Beine. 6 Beine. Ja. Dann gibt's noch andere Tiere, die haben 8. Ja, genau. Und das sind aber keine Insekten dann.
Okay, also. Du warst gestern der Klugscheißer. Okay, dann bin ich wohl kein achtbeiniges Tier. Nein. Okay. Das heißt, es ist nicht altklassisch, sondern klassisch in dem Sinne, dass jeder es kennt. Ja. Und bin ich männlich? Nein. Okay. Das heißt, gehe ich Menschen auf den Sack? Selten. Selten? Also unter bestimmten Bedingungen. Okay, also nein. Gut. Ja. Ich bin weiblich. Ja! Yay! Erfolgserlebnis. Ja. Yeah. Ja, das macht meine Erfolgschance natürlich noch geringer, weil ich Person erraten muss. Okay, wie alt bin ich, könnte ich mal fragen. Ich bin so unter 30. Du alterst nicht, keine Ahnung. Ja, aber die Figur hat ja ein bestimmtes Alter, oder nicht? Ja, vielleicht, ja, wahrscheinlich unter 30, ich weiß nicht. Müsste ich googeln. Ich bin jetzt kein Teenie und ich bin jetzt keine Oma. Right. Und bin jetzt irgendwie so eine normale Frau. Right. Okay, habe ich bestimmte Fähigkeiten? Ja, alles. Du kannst so viel. Du bist krass unterwegs hier. Krass unterwegs. Und bin ich Einzelgänger? Nicht unbedingt, nein. Aber ich habe jetzt so keine Gruppe, der ich angehöre. Nein. Wer bist du dann? Habe ich Flügel? Normalerweise nicht. Normal? Ja, jetzt bin ich dran, oder? Das ist ja normalerweise nein. Okay, habe ich eine Idee. Okay, ja, du bist dran. Gibt es eine Realverfilmung? Bald. Bestimmt, ne? Bald. Gibt es noch nicht? Kommt 2023. Okay. Bin ich eine Ameise? Ja. Boah, ich führe! Yay! Hier, letztes. Okay. Es geht um, der Verlierer kriegt eine Backpfeife. So. Ich liege mit einem Punkt vorne. I'm just saying. Bin ich blond? Ja. Komm, jetzt musst du wissen. Ich habe keine Ahnung. Ach Mann. Animiert. Die blonde Ikone. Nee, dann hab ich schon verloren, glaube ich. Weil jetzt hätte ich eigentlich wissen müssen. Eine blonde Ikone mit Superkräften animiert. Ja, lass mal die Superkräfte weg. Also, sie hat... Also es ist keine Superheldin? Nein. Okay. Okay. Bin ich ein Tier? Habe ich doch geschrieben? Nein. Das habe ich doch geschrieben. So, aber ich habe voll die Fähigkeiten, dann bin ich mächtig. In manchen Filmen. Kommt auf den Film drauf an. Hä, und sonst bin ich nicht mächtig? Nein. Du bist halt krass, aber... Mehr auch nicht. bin ich ein Gegenstand? Gegenstand? Fällt das mal Gegenstand? Nee. Okay. Ja, oder? Definier mal Gegenstand. Etwas, das man sehen, anfassen kann. Ja. Ich bin keine fiktive Person oder so. Nein. Okay, ich bin Gegenstand. Ja, okay. Hat sie einen männlichen Gegenpart? Ja. Ja. Also gab es ja erst die Filme und dann die Spielzeugfiguren? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Wieso ist das nicht? Aber männlicher Gegenpart, da müsstest du doch jetzt schon längst drauf kommen. Ja, bei Barbie gab es erst die Spielzeugfiguren. Ich hab gesagt, ich weiß es nicht. Es ist Barbie. Ken, blonde Ikone. Ja, ich kenne Barbie nur als Spielzeugfigur. Da bin ich dran. Ich bin kleiner Gegenstand. Ach nee, wenn du kein großer bist. Also ja. Okay, dann Okay, benutzt, jetzt auch mittelgroß sein können. Stimmt. Benutzt man mich in der Schule? Oder nein, auf der Arbeit? Okay. Okay, bin ich ein Gegenstand? Ja. Scheiße, yeah. Jetzt kann er mich aufholen. Okay. Also man kann mich nicht essen? Nee. Also ja. Also ja. Mich nicht essen, also ja.
Kann man mich in die Hand nehmen von der Größe? Ja. Definitiv. Ist es was für die Arbeit? Nein. Obwohl für manche. Für einen Beruf. Ja, jetzt überleg nochmal, weil wegen dem Gegenstand habe ich ja vorhin so gezögert, ob das ein Gegenstand ist. Und dann habe ich gefragt, definier mal Gegenstand und dann, was man sehen und anfassen kann. Und das, weil du denkst jetzt, glaube ich, zu sehr in der einen Richtung. Ein kleiner G. Man kann ja noch nicht nur sehen und anfassen. Was man hören kann. Und Hören. Nein. Scheiße. Also so ein Alltagsgegenstand. Richtig. Ist so ein Putzgegenstand. Nein. Okay. Kann ich es schmecken? Ja. Ist es Essen? Ja. Ist es Schokolade? Nein. Benutzt man es im Bad? Ja. Okay. Für die Haare? Ja. Das ist der Beruf Friseur dann? Ja. Eine Bürste? Ja. Oh nein, du hast gewonnen. Okay, aber dann habe ich noch eine Chance. Jetzt zu raten, fuck my life, bin ich gesund? Ja. Bin ich Obst oder Gemüse? Du musst ja entweder oder. Scheiße. Aber nee, doch, es gibt noch mehr als Obst und Gemüse, ja. Bin ich Obst? Nein. Okay, ich versuch's trotzdem zu erraten, aber ich habe verloren. Das heißt, ich bin Gemüse. Ja. Was gibt's denn für Gemüse? Ich rate jetzt noch eine Sache. Danach kriege ich die Bestrafung. Oh Mann. Okay. Ich bin Gemüse. Was ist denn kleines Gemüse? Oh Gott. Soll ich einen Tipp geben? Ja, Tomate. Das ist keine Gemüse, ne? Tomate. Doch, eine Tomate ist ein kleines Gemüse. Das ist keine Tomate. Nein. No. Was wäre dein Tipp gewesen? Du bist scharf. Pepperoni. Ja. Ach man. Ich bin Stadtler. Also Backpfeife? Ja. Backpfeife? Ist eine Backpfeife. Jetzt keine Frau schlagen hier. Jetzt. In der Öffentlichkeit vor laufender Kamera. Gleichberechtigung, hallo? Aber du hast mich ja schon mal geschlagen. Ja, right. Ja. Okay. Ich trau mich nicht. Zweiten Teil sehen wollte, wie es auf der anderen Seite schlagen. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen, denn jeden Donnerstag und Sonntag um 14 Uhr kommt ein neues Video online. Folgt mir auf Instagram. Folgt mir auf Instagram, da poste ich regelmäßig Beiträge, Stories und Tanzvideos und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, Freunde. Vor allem hast du voll behindert gehauen. Du hast so hier gehauen. Ja, ich bin am Ohrring festgehalten. Ja, du musst einfach hier, nicht hier.